Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute gibt es wie immer einen Stadion-Vlog, Leute. Heute sind wir in Leipzig, denn RB Leipzig spielt heute gegen Bayer 04 Leverkusen. Also ein sehr nice Spiel. Man kann aber auch sagen, einfach der 9. gegen den 15. Leute. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr keinen Stadion-Vlog mehr verpassen wollt, lasst jetzt gerne einen fetten Daumen nach oben da, kostenlos Abo. Und ganz wichtig, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, soll ich die Spiele immer mehr kommentieren, also während des Spiels das kommentieren, was passiert, oder einfach ohne Commentary laufen lassen, ab und zu so Halbzeitanalysen machen. Schreibt es jetzt gerne rein. Und genau, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Faktencheck der beiden Mannschaften und fangen wir auf jeden Fall an bei RB Leipzig. Man muss sagen, es ist die stärkste Heimmannschaft der Bundesliga aktuell. Es gibt keine Mannschaft, die aktuell so heimstark ist wie RB Leipzig. Auch beim letzten Spieltag haben sie einfach mal aus einem 0-3 ein 3-3 gemacht. Also sehr, sehr stark. Auch in der Champions League läuft es sehr gut. Letztes Spiel haben sie gegen Real Madrid gewonnen gehabt. Und ja, kommen wir jetzt mal zu Bayer 04 Leverkusen. Da läuft es aktuell gar nicht so gut. Platz 15 in der Bundesliga, auch in der Champions League nicht ganz so nice. Gut, sie haben ein 2-2 gegen Atletico noch rausgeholt, aber es läuft aktuell nicht so gut. Und auch unter dem neuen Trainer Xavi Alonso kam sehr, sehr viel Euphorie auch. Also die Leute haben es ultra gefeiert, dass er der Trainer von Leverkusen ist. Aber auch er kann sie nicht aktuell ganz so gut aus der Krise rausholen. Aber das soll nicht heißen, dass Leverkusen die Spiele nicht gewinnen kann. Denn ja, sie müssen aber irgendwann schaffen, da rauszukommen. Ich bin mal gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Also ich schätze, dass es 3-1 für RB Leipzig ausgehen wird. Schreibt mir gerne eure Tipps unten in die Kommentare. Also was habt ihr gedacht, bevor das Spiel natürlich begann? Und ja, ich würde sagen, let's go, wir sind jetzt auf dem Weg zum Stadion. Und ganz wichtig, Leute, schreibt mir gerne rein, welches Spiel ich als nächstes besuchen soll. Und ich würde sagen, let's go, wir gehen zum Stadion. Wir müssen noch mal ganz kurz darüber reden, wie super das Wetter einfach ist. Wir haben den 29. Oktober und wir haben einfach 22 Grad draußen. Unwahrscheinlich krass finde ich das. Also sehr nice Fußballwetter auf jeden Fall. Und hier sieht man auch schon das Stadion. Ich möchte mich übrigens nochmal bei euch entschuldigen, dass beim letzten Stadion-Vlog, also der von gestern, dass der Ton so schlecht gewesen ist. Sorry an dieser Stelle. Ich hoffe, heute wird es besser. So oben angekommen. Stadion sieht schon sehr nice im Hintergrund. Und ja, ich würde sagen, wir sind jetzt ein bisschen Platz. Wir sitzen übrigens in der allerersten Reihe. Ist ja wieder super Sicht. So, erster Blick ins Stadion. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Es sind noch so ungefähr 20 Minuten bis Anpfiff. So, jetzt suchen wir unseren Platz. Und dann schauen wir mal. Richtig nice Plätze haben wir. Wir sitzen vorne in der ersten Reihe. Man sieht hier so direkt die Bänke der Vereine. Hier so RB. Da werden die Leverkusener sitzen. So, das Spiel müsste jetzt gleich losgehen. Es ist sehr, sehr nice, die Plätze vor allem. Wir warten jetzt auf die Mannschaften. Und ja, es ist gerade ganz ruhig. Keine Ahnung wieso. Dass Timo Werner mal von Anfang an spielt. Ich habe mir das echt gegönnt. RB Leipzig wird von links nach rechts spielen. Und das Spiel beginnt. Erste Chance im Spiel. Schön, da gar nichts. Man sieht auf jeden Fall, Xavi Alonso ist jetzt nicht so zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Die ersten 6 Minuten. Also der Gästeblock ist auf jeden Fall sehr, sehr ruhig. Die Leverkusener Ultras sind gar nicht im Stadion. Können wir gerne reinschauen, warum die gar nicht da sind. Ich glaube nicht, dass die da sind, oder? Foul, schwieriger Vorteil. Und jetzt Ecke. Und Gelb erstmal. Und jetzt die erste Ecke im Spiel. Nach 25 Minuten. Jetzt war zu schön, war nochmal. Nächste Ecke. Da ist beim Zweikampf einer auf die Schulter gefallen von RB. Das ist wirklich kein gutes Spiel, das ist bis jetzt 30 Minuten gespielt und irgendwie 2 Torschüsse im ganzen Spiel. Jeweils ein Schuss auf jeder Seite. Das ist nicht gut. Auch unnormal viele Fehlpässe, über 200 auf jeder Seite. Da wird schon diskutiert, was man besser machen könnte, auf jeden Fall. Da sieht man die Stelle nochmal, wo er sich verletzt hat. Da wurde der nächste oben gesägt. Freistoß. RB. Gute Torchance kann das jetzt werden. Nächste gelbe Karte. Ja, das ist die erste richtige Chance im Spiel. Damit steht
war bis jetzt wirklich kein gutes Spiel. Das ist, glaube ich, der zweite Torschuss im ganzen Spiel von RB gewesen. Aber Freistoß war sehr schön. Gleich verteidigt von Leverkusen. Mal schauen, wie es weitergeht. Haben wir jetzt mal ein Tor. Direkt nächste Chance. 5 Minuten noch bis zur Halbzeit. Leverkusen jetzt mal bei rechts. Ecke, immerhin. Jetzt gönn dir mal ein. Haben sie Glück gehabt, die Leverkusen. Da vorne wird die Tafel schon geholt. Können wir Nachspielzeit, es gehen wird. Und damit haben wir Halbzeit. So, Freunde, erste Halbzeit ist vorbei. RB ist mit 1-0 in Führung durch den Freistoß. Kopfballtor war sehr, sehr schön. Sonst gab es wirklich viele Chancen. Ich muss sagen, sie haben aber auch das Spiel auch gut im Griff gehabt. Und Leverkusen hat wirklich nicht viele Chancen gehabt. Aber ich bin jetzt gespannt, wie die zweite Halbzeit wird. Und ja, ich hoffe auf mehr Chancen, vielleicht mehr Tore. Schreibt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren. Wie habt ihr die erste Halbzeit gesehen? Ja, sehr, sehr nett von ihm, dass er die Sachen auch signiert. So, zweite Halbzeit ist jetzt angefangen. So, Leverkusen wechselt jetzt erstmal. Konterchance RB, sehr schön. Werner steht frei. So ein Pass. Ich kann schnell wieder in die Richtung gehen. Werner zieht einen Vollsprung an ihm her. Sehr schön war es. Sehr gut. Oh, sehr schön. Das ist seine Chance. Oh. Oh mein Gott. Junge, was war das für eine Parade? Aber auch sehr stark von Werner, auch wie er links rübergezogen ist. Ey, das war geistig. Riesenchance für RB. Größte Chance in der zweiten Halbzeit. Es hätte das 2-0 sein müssen. Ja, sehr stark gehalten. Jetzt die Ecke anschließend. Hey, Vorwärtsgang. Also ich sag, wenn wir das 2-0 machen, war es das. Komm, Werner, 1 gegen 1. Komm, Junge, gönn dir einen. Ihm fehlt einfach aktuell das Glück. 1 gegen 1 hat sich nach außen drängen lassen. Sehr stark gemacht von Leverkusen, aber schade. Leverkusen wechselt jetzt gleich zweimal. Dreimal sogar. Oh Mann. Wie gesagt, weiterspielen. Sie wechseln jetzt auch nur zweimal. Jetzt aber Leverkusen. Komm, Jungs. Oh, sehr gut gesehen. Jetzt noch 10 Minuten zu spielen, also diese ganzen Fehlpässe, das ist so krass. Vielleicht mal jetzt über Timo Werner rechts, keiner mitgegangen, seht ihr wieder. Jetzt aber, komm Werner, mach ihn. Ja, sehr schön, das ist so wichtig für ihn. 2-0, freut mich so sehr, dass er getroffen hat. So, 2-0, das Ding war es, glaube ich. Aber sehr schön, echt cool, dass er getroffen hat. Gerade hat viele Chancen, die er nicht gemacht hat. Und ja, sehr schön. Da kann man schon mal sehen, wie er reingeht. Und Tor. Oh, Handspiel. Wie gesagt, weiterspielen. Also, das habe ich auch von hier aus gesehen. So, 3 Minuten Nachspielzeit. Oh, jetzt nochmal vielleicht. Das war's gleich. Jetzt nochmal, es wird die letzte Chance sein. Ah, hätte es 3-0 sein können. Und damit ist das Spiel vorbei. RB Leipzig gewinnt 2-0. So, Freunde, das Spiel ist vorbei. 2-0 für RB. Ich muss sagen, es ist über weite Strecken komplett okay. Leverkusen hat einen einzigen Torschuss gehabt. Also man sieht immer so im Hintergrund, lässt die Mannschaft immer noch feiern. Sehr, sehr nice. Glückwunsch auf jeden Fall RB. Schreibt mir gerne unten Kommentare, welchen Stadionblock soll ich als nächstes machen, Leute. Und damit würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Kostenlos Abo. Dankeschön, Leute. Ciao, Kakaos und tschüss.